bin der Thorsten Steiner und ich arbeite in der Kita Rembrücken. Das ist ein Stadtteil von Heusenstamm. Hier ist man nicht nur einfach irgendeine Nummer, man ist jemand, man hat einen Namen, man kennt sich untereinander, man schätzt sich untereinander. Es gibt einen regelmäßigen Austausch und das ist ein großes Gut, was die Stadt Heusenstamm zu bieten hat. Mein Name ist Christina Koberstedt und ich bin die Leitung der Schlossgespenster. Schon als Kind fand ich die Arbeit mit Kindern super spaßig und das geht meinen Kollegen auch allen so. Und bei den meisten von uns kam dann wirklich auch hinzu, dass wir gesagt haben, die Kinder, die sind unsere Zukunft, die haben ihre Zukunft und wir können die Kinder für die Zukunft stark machen und das ist so die Hauptmotivation. Mein Name ist Halil Öztaş. Ich bin Bürgermeister der Stadt Heusenstamm seit 2016 und damit auch zuständig für alle Kindereinrichtungen. Bevor ich mein Kind abgegeben habe, hatte ich mich natürlich informiert und es war ganz besonders zu sehen, wie sich die Einrichtungsleitung um mein Kind gekümmert hat. Also Vater und Mutter waren nebensächlich, aber das Kind war hauptsächlich. Kinder haben hier in den Außengeländen von den Einrichtungen auch sehr, sehr viel Platz. Es gibt Sandkästen, Spielmöglichkeiten, es ist viel Grün vorhanden, wo die Kinder sich wunderbar ausleben können. Die Stadt Heusenstamm ist ein ganz besonderer Arbeitgeber, weil sie ihm einfach ganz viel Raum gibt zur freien Arbeit, zur freien Gestaltung. Sie lassen uns wirklich unsere pädagogische Arbeit machen, aber wenn man eben Hilfe und Unterstützung braucht, ist die da. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass unsere Erzieherinnen und Erzieher pädagogisch wertvolle Arbeit leisten. Und ich möchte natürlich als Bürgermeister auch Ihnen die Rahmenbedingungen bieten, dass Sie sich hier wohlfühlen, dass Sie eben Ihre Arbeit gut verrichten können. Und diese Wertschätzung ist etwas, was ich von meiner Seite auch meinen Kolleginnen und Kollegen zurückgeben möchte. Die Stadt Heusenstamm hofft natürlich auf viele neue Bewerbungen von Fachkräften, da wir durch neue Impulse von außen zusammen wachsen können daran.